Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr hier wahrscheinlich schon sehen könnt oder gelesen habt, ich fange irgendwie jedes Video so an, oder? Geht es heute um mein Bullet Journal. Ich wollte euch mein Dezember mal zeigen und ja, das Setup für das neue Jahr sozusagen. Und da will ich nicht großartig drum herum sprechen. Sondern hier waren wir, glaube ich, so stehen geblieben. Das war die letzte Wochendeko hier. Und dann ging mein Dezember-Setup los. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich on camera gemacht, oder? Hier ist jedenfalls die Monatsübersicht. Die sieht aus wie auch die letzten Monate. Dann ist hier mein Tracker, den habe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen fortgeführt sozusagen. Ich habe zwar ein paar Sachen rausgelassen und nur so ein paar wenige Stichpunkte sozusagen mal festgehalten oder zumindest es versucht. Und wie ihr sehen könnt, wow, 12. Dezember, da habe ich einmal Sport gemacht. Das wird jetzt in diesem Jahr hoffentlich besser. Aber mal schauen. Hier ging nämlich so... Ja, das war eigentlich genau der Tag. Hier ging mein Urlaub los und irgendwie seitdem mein Urlaub losgegangen ist, habe ich das Bullet Journal nicht genutzt. Nicht so richtig, sag ich mal. Was irgendwie auf der einen Seite traurig ist, auf der anderen Seite denke ich mir, ich nutze das ja meistens für Arbeits-To-Dos oder so für was sonst so ansteht. Aber eher alles so To-Do-mäßig und wenn ich Urlaub habe, dann habe ich nicht so viele besondere Aufgaben und deswegen gab es zum Beispiel auch keine Silvesterwoche hier drin, weil es einfach unnötig war. Ja, hier ist auf jeden Fall meine Dezember Memories Seite. Hier habe ich ja dieses Zettelchen immer so dran gemacht. Ja, ursprünglich war das ja mit dem Zettel hier nur so dazu gedacht, dass ich mir das im Verlauf des Monats aufschreibe und das dann später irgendwie zeichne oder so. Aber das ist mir, glaube ich, zu aufwendig. Also für Leute, die zum Beispiel kein sonstiges Memory-Keeping betreiben, ist es, glaube ich, ganz nett, das so visuell auf einer Seite dann zu haben, die Zusammenfassung des Monats. Aber da ich ja noch mein Hobonichi habe, ist es so ein bisschen Doppelarbeit, sag ich mal. Und deswegen belasse ich es einfach dabei, dass ich das hier aufschreibe und nicht irgendwie nochmal schön male oder so. Das genügt mir so, wenn ich vielleicht irgendwie mal zurückblicken möchte. Das sind sozusagen ja einfach meine Highlights des Monats. Ja, und ansonsten war eigentlich im Dezember nicht mehr so viel los, was so die Spreads anging. Ich glaube, es folgen jetzt einfach ein paar Monatsspreads. Und das war's eigentlich. Und mit denen bin ich aber sehr, sehr zufrieden. Ich bin hier eigentlich immer nach dem gleichen Schema vorgegangen. Ich habe hier immer so ein Bild hineingeklebt. Entweder war es ein Polaroid-Foto oder tatsächlich irgendein Ausschnitt. Und meistens benutze ich dazu die Zeitschrift Mavi. Das habe ich ja schon beim letzten Mal erwähnt. Genau, dann folgt hier so eine allgemeine To-Do- und Notes-Liste an privaten Sachen, die, an die ich denken muss die Woche. Und dann war hier, dadurch, dass so viel los war, arbeitstechnisch, habe ich mir so die Projekte aufgeschrieben, an denen ich gerade arbeite, damit ich das einfach nicht vergesse und sie schnellstmöglich noch vor Ende des Jahres abarbeiten kann. Dann habe ich mir angewöhnt, hier dann, falls hier irgendwie noch Platz ist, auf der Seite dann die Shop-To-Dos zu schreiben. Ich glaube, das finde ich besser, als das so zu machen, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich ja immer die Wochenübersicht einmal für... beziehungsweise hier, die Wochenübersicht einmal für die Arbeit gehabt und dann hier einmal noch eine gesonderte für den Shop und Social Media. Und ich glaube, so finde ich das ein bisschen besser, dass das hier wirklich nur die Shop-To-Dos sind und nicht nochmal eine gesonderte Übersicht, weil irgendwie war das so ein bisschen doppelt gemoppelt und ja. Ja, ansonsten sind das hier die Tage und meistens habe ich hier in der Woche noch irgendein Zettelchen mit drin kleben mit Sachen, die ich unbedingt kaufen muss. Und ja, das ist so das Schema, an das ich mich so versuche zu halten. Ah ja, hier habe ich noch was anderes ausprobiert und wie man sehen kann, bin ich kläglich gescheitert, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das irgendwie,
machen soll. Keine Ahnung, wie ich das. Also, ich kann einfach nicht dran denken, jede Kleinigkeit irgendwie im Hinterkopf zu behalten. Also klar, Kassenzettel hat man ja irgendwie, aber man isst ja auch mal was unterwegs oder man hebt irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro ab und dann, ja, keine Ahnung, sind die irgendwie weg. Ja, deswegen ist es mir sehr schwer gefallen, das irgendwie hier so festzuhalten und deswegen, ja, habe ich es auch ziemlich schnell wieder aufgegeben, sag ich mal. Dann hier, wer mir auf Instagram folgt, sollte ja diese Seite hier vielleicht noch kennen. Hier habe ich einfach mal ja einen Rabattcode für meinen Shop festgehalten. Der gilt nicht mehr. Der war nur bis zum 24. Dezember gültig. Ja, deswegen will ich das gar nicht so weit erweitern hier. Dann, ach so, okay, die nächste Seite ist noch so ein, ja, Spread gewesen, den ich für die Arbeit gebraucht habe. Wir machen nämlich jedes Jahr am Ende des Jahres so ein Project Debrief, wo jeder Einzelne ja über Projekte erzählt, die er ja im Verlauf des Jahres so gehabt hat. Und ja, damit ich mir zwei Projekte aussuchen konnte, die irgendwie dafür geeignet sind und interessant sind, ja, habe ich mir einfach mir mal so eine Mindmap gemacht und jedes Projekt aufgeschrieben, an dem ich einfach gearbeitet habe. Genau, das habe ich jetzt mal abgedeckt, weil ja, ist ein bisschen privat, sag ich mal. Dann habe ich mir hier mal so ein Spread gemacht, einfach damit ich das nicht vergesse, wie ich das mache, weil das ist ein bisschen kompliziert. Es geht nämlich um meinen Shop und da darum, wie ich die Sticker mache, also druckfertig mache. Darum geht es mehr oder weniger. Denn es ist wirklich ein bisschen kompliziert. Ja, ich möchte das gar nicht so weit vertiefen, das Thema, weil es irgendwie, glaube ich, uninteressant ist. Es geht einfach nur darum, hier ist zum Beispiel so ein fertiger Bogen, den ich habe, und es geht einfach darum, dass ich das genauso im Silhouette-Programm praktisch sehe. Und dafür, dass die Silhouette das schneiden kann, braucht sie diese Marken hier. Man kann im Silhouette-Programm aber nicht als PDF das Ganze exportieren. Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert, das Ganze ja irgendwie dann in eine PDF umzuwandeln. Das ist so eine ganz merkwürdige Datei, so eine Silhouette-Programm-Datei eben. Die muss ich dann erstmal in eine PDF umwandeln und dann muss ich das Ganze an das ja, Datenformat anpassen sozusagen. Und ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, wie ich das mache, damit ich das nicht vergesse. Weil das letzte Mal ist ja auch schon eine ganze Weile her und deswegen musste ich so ein bisschen erstmal herausfinden, wie ich das Ganze gemacht habe. Ja, und deswegen habe ich es mir jetzt einfach mal aufgeschrieben. Dann hier der Spread zu der KW 49. Wie gesagt, das Schema ist relativ gleich. Hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Foto reingeklebt, das ich mit dem Polaroid-Siebdrucker ausgedruckt habe. Und zwar, ja, ist das vom Erfurter Weihnachtsmarkt, das Riesenrad. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. An dem Tag war ich da mit meinen Eltern gerade unterwegs. Und ja, das ist einfach eine nette Erinnerung, sag ich mal. Ja, ansonsten gleiches Schema. Gefällt mir eigentlich ganz gut die Woche. Dann hier auch gleich die nächste Woche. Das ist dann die Kalenderwoche 50. Das ist hier wieder so ein Bild aus der Mavi. Das fand ich passend und weihnachtlich, weil Fröbelsterne macht man ja irgendwie immer zu Weihnachten, oder? Ja, so sieht auf jeden Fall die Woche aus. Und das Farbschema mag ich richtig, richtig gern. Das ist eine meiner Lieblingswochen bisher, die ich hier drin gestaltet habe. Ja, das sind so Sticker aus meinem eigenen Shop. Die fand ich ganz passend eigentlich. Ich habe hier versucht, was Rosanes zu finden und ja, dann als Kontrast die schwarze Katze und das Bullet Journal. Ja. ansonsten hier dann ein MT-Tape, ein La Dolce Vita Sticker. Hier ist noch ein, ja, Tannenzapfen aus einem Me-Tape. Ist das? Karl, Karl, Karl. Oh, wieso nervt mich der Kater jetzt schon wieder so? Ja, also meistens gehe ich so vor, dass ich erstmal meine ganzen To-Dos hier aufschreibe und so weiter. Und da, wo ich merke, okay, da kommt nichts mehr hin, da ist Platz, den versuche ich dann irgendwie
zuzukleben, genauso wie hier. Hier habe ich so ein paar Katzen hingeklebt. Das ist aus einem Tape, was ich von der lieben Mira bekommen habe. Also nicht das ganze Tape, ein Sample davon. Und zwar ist das von Shinzi Kato, kann das sein? Das war doch dieses coole Katzentape. Genau, und das klebe ich dann einfach alles zu. Hier ist zum Beispiel so ein Schnipsel vom Ling Chianing Tapes mit den Stiften. Das finde ich sehr cool. Da habe ich auch ein Sample bekommen von der lieben Ellen, war das, glaube ich. Und ja, ansonsten ist es gleich geblieben, das Schema. Hier ist dann meine Weihnachtswoche. Hier habe ich wieder ein Bild aus der Mavi herausgeschnitten. Das ist noch von der Ausgabe, also der Weihnachtsausgabe vom letzten Jahr, also 2015. Da habe ich ja dieses hübsche Bild hier gefunden. Ja, und mir das als Grundlage genommen sozusagen für das Farbschema und habe dann, dadurch, dass es so ein bisschen alt wirkt, dieses Zeitungspapier im Hintergrund, oder ist das ein Dictionary? Ja, das ist eher so eine Art Duden oder so. Deswegen habe ich mir dann dieses Kraftpapier-Notizzettelchen dazu geklebt. Und dadurch, dass ja natürlich Weihnachten war, habe ich noch ein bisschen sowas Goldenes hingeklebt. Ja, mit der Woche bin ich relativ zufrieden eigentlich. Mich hat es sehr gewundert, die hat auf Instagram überdurchschnittlich viele Likes bekommen. Das fand ich sehr merkwürdig, weil so schön fand ich die dann auch wieder nicht. Und irgendwie ist das so richtig explodiert. Ich glaube, das Bild hat irgendwie über 1000 Likes bekommen, was ich irgendwie... Also sonst mache ich mir nicht so viel aus irgendwelchen Zahlen, aber das war schon auffällig hoch und deswegen hat es mich sehr gewundert, einfach, keine Ahnung. So, und wie schon vorhin gesagt, habe ich mir ja keinen gesonderten Spread zur Silvesterwoche gemacht, weil ich es einfach nicht nötig hatte und ja, wie gesagt, Urlaub, da erhole ich mich lieber, statt irgendwas ja, zu planen oder so. Also das hätte sich einfach nicht gelohnt, weil ich die Woche nicht voll bekommen hätte, weil an jedem Tag so war, keine Ahnung, Sticker schneiden, Bestellungen packen, mich mit irgendwem treffen. So, das war's. Okay, und dann kommen wir dann deswegen auch schon zu dem Jahr 2017. Ich habe mir gedacht, dass es irgendwie sinnvoll wäre, mir ein gesondertes Deckblatt dazu zu machen und habe das hier gestaltet. Ich habe mir hier als Vorbild ein Lettering von Frau Hölle, war das, glaube ich, Frau Hölle genommen. Sie hat, glaube ich, mit so einem Tuschestift oder mit Tusche allgemein, mit Pinsel und Tusche, ja, das so gestaltet und das mit den Farbklecksen da drauf fand ich ziemlich cool und habe das versucht nachzumachen. Und ja, mein Lettering ist jetzt nicht super schön wie das von Frau Hölle, aber... Ja, ich habe es versucht. Es sieht ganz nett aus, finde ich. So, dann habe ich mir hier meine Jahresübersicht reingemalt. Ja, ganz normal. Einfach nur ganz schlicht die Tage hier reingemalt. Und dann habe ich mir hier auf der Seite so ein Sticky Note mit ja, Geburtsdaten hingeklebt. So wie ich das eigentlich auch schon ja, letztes Jahr hatte. Dann, das hatte ich letztes Jahr nicht, habe ich mir ein Future Log gemacht. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ich werde es mal ausprobieren, ich weiß nicht. Bisher habe ich einfach nur die Geburtstage hier eingetragen, wie man sehen kann. Ich werde sehen, ob sich das für mich irgendwie nützlich erweist oder nicht. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon mit dem Januar los. Das hier habe ich so nachträglich hier reingemacht, weil die Seite eben leer war. Eigentlich mache ich das nämlich immer in, also was heißt hier immer, letztes Jahr und dieses Jahr in meinem Hobonichi. Und zwar sind das so Ziele für 2017, aber auch eher rein aufs Zeichnerische bezogen, sag ich mal. Das habe ich dieses Jahr wieder gemacht. Und zwar mache ich das immer an den Neujahrstag rein. Also immer, wie gesagt, letztes Jahr und dieses Jahr eben. Genau, so sah das eigentlich aus. Und ja, das habe ich hier einfach mit reingenommen, sag ich mal. Das habe ich letztes, also das vom letzten Jahr ist auch irgendwo hier drin. Ich weiß nicht wo, aber es ist auf jeden Fall da drin. Ich habe nämlich gemerkt, vor allen Dingen so zum Ende des Jahres, dass mich das doch noch ganz schön motiviert hat, zum Beispiel noch
das Kapitel 1 von meinem Manga zu beenden. Das habe ich nämlich letztes Jahr doch nicht mehr so ganz geschafft. Mir fehlt nicht mehr viel. Nämlich einfach nur noch die Raster für die letzten 10 Seiten, glaube ich. Und die Sprechblasen, das Lettering eben. Aber ja, deswegen habe ich das in dieses Jahr mit übernommen und mir vorgenommen, die Geschichte weiter zu planen. Nur mal so als Beispiel. Dann geht es eigentlich auch schon los mit der ganz normalen, mit dem ganz normalen Monatssetup. Hier ist mein Januar-Deckblatt, hier ist meine Monatsübersicht. Ich habe hier jetzt diese To-Do-Spalte hier mal weggelassen. Sollte ich sie doch mal brauchen, werde ich sie mir ergänzen. Und wenn nicht, werde ich hier vielleicht irgendwas mal hindudeln oder so. Also hier ist einfach ein bisschen Platz. Ich hätte die Übersicht auch einfach länger ziehen können. Und hier ist mir auch mal wieder ein Fauxpas passiert. Abgesehen davon, dass ich auch bei der Jahresübersicht hier das voll verkackt habe im Juli. sind hier die letzten 2 Tage nicht mehr so ganz drauf gepasst oder haben nicht mehr drauf gepasst. Ist ein bisschen Fail, aber naja, passiert, ne? Dann habe ich hier wieder ganz normal meinen Tracker. Den habe ich jetzt einfach mal mit übernommen. Ich weiß nicht so ganz, ob es so richtig sinnvoll für mich ist oder nicht, aber ich werde es jetzt einfach mal machen. Dann jetzt auch wie letzten Monat schon die Januar-Memories-Seite und hier geht es dann auch schon los mit der ersten Wochenübersicht des Jahres. Die gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Ich mag irgendwie zurzeit dieses Farbschema mit diesem braunen Mildliner. Den mag ich total gern. Der sieht irgendwie so richtig schön warm und einladend aus. Okay, das hört sich irgendwie dumm, das über einen Stift zu sagen. Aber so empfinde ich das eben. Und hier habe ich wieder ein Bild aus der Mavi ausgeschnitten. Auch wenn hier noch so Tannenzweige sind, sieht es vielleicht ein bisschen weihnachtlich aus. Aber ja, da ich eben noch die Woche Urlaub habe, habe ich es eben ziemlich gemütlich. Und deswegen dachte ich mir, dass das doch noch ganz gut passt. Ja, und das war es eigentlich soweit. Ich bin jetzt gerade auf Seite 120 angekommen von 148, also ist es so ja, ziemlich genau die Hälfte. Das bedeutet, dass ich wahrscheinlich es nicht ganz schaffen werde, das ganze Jahr hier reinzukriegen. Aber das macht mir eigentlich nicht so viel aus. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich mir für das neue Jahr auch ein neues Bullet Journal anschaffen soll oder nicht. Aber ich will das, glaube ich, erstmal voll machen und dann werden wir ja sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Vielleicht ist das ja, mag ich es ja auch in ein paar Monaten gar nicht mehr. Aber ja, zurzeit mag ich es immer noch sehr gerne. Und das war es jetzt eigentlich soweit zu dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch irgendwie gefallen oder war auch irgendwie hilfreich für euch. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal erzählen, wie das bei euch sich mittlerweile so entwickelt habt. Weil so Ende 2016 war das ja ein ganz schöner Boom mit dem Bullet Journal. Und ja, da würde es mich mal interessieren, ob ihr mitgemacht habt und falls ja, ob euch das immer noch gefällt oder ob ihr vielleicht irgendein anderes System für euch entdeckt habt. Das war es jetzt eigentlich soweit. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal von euch. Ich wünsche euch ein ganz, ganz wundervolles 2017. Ganz viel Erfolg an euch alle. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.